Okay, da sich das Spiel bei mir illustrerweise mitten in der Zwischensequenz aufgehangen hatte, starten wir einfach von diesem Punkt aus neu. Ich habe einfach mal offscreen mich wieder in dieses hierher gespielt. Ich hoffe, dass diesmal alles glatt läuft und sich das Spiel nicht wieder aufhängt. Das tatsächlich nur ein doofer Zufall war. Die Säulen von Nosgoth, unberührt, heil und unverdorben. Ich hatte sie noch nie in diesem unbefleckten Zustand gesehen. Der Anblick machte auf mich einen tiefen und unauslöschlichen Eindruck. Und dort, mitten im Zentrum der Säulen, stand das Krebsgeschwür, das sie zerstören sollte. Ich weiß, dass du da bist, Raziel. Möbius hat mich zu dir geführt, Kain. Ich hätte es mir denken können, dass du hier auf mich wartest. Und wenn Möbius dir erzählt hätte, ich befände mich auf der Unterseite der Hölle, hättest du dich dann auch ins Nichts gestürzt, nur um mich zu verfolgen? Möbius fischt nach den Unwissenden und zerrt seine keuchende Beute aus den Strömen ihrer Schicksale. Nimm dich vor seinem Netz in Acht, Raziel. Erspar mir deine kunstvollen Metaphern, Kain. Ich bin dir nur aus einem Grund gefolgt. Du sollst bezahlen für deinen Verrat, auf dass das Gleichgewicht in Nosgoth wiederhergestellt werde. Wessen Willen würde damit entsprochen? Dem von Raziel oder Möbius? Würde ich von dir etwa besser manipuliert, Kain? Und jetzt zeig dich mir. Die Jagd ist vorbei. Das ist keine Jagd, Raziel. Wir sind lediglich Reisende auf dem Rad des Schicksals, das bis zu diesem Punkt einen perfekten Kreis beschreibt. Wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Ich sah bereits Anfang und Ende unserer Geschichte. Sie ist roh und nicht durchdacht. Lass uns das Ende neu bestimmen. Du und ich. Sieh mich an, Kain. Selbst du solltest nicht als Feigling sterben. Erfüllt man dem zum Tode Verurteilten nicht einen letzten Wunsch? Ausgerechnet du verlangst Höflichkeit? Sei nachsichtig, Raziel. Ich erbitte nur dein Gehör. Das ist der erhabene Moment unseres Verderbens, Raziel. Der unsagbare Wendepunkt, der die Gesamtheit unserer Geschichte antreibt. Das ist der Punkt, an dem ganz Nosgoth verraten wird. In diesem Augenblick wird Ariel, die Hüterin des Gleichgewichts, von dunklen Mächten ermordet, mit dem Ziel, die Säulen einstürzen zu lassen. Ihre Seele hat sich losgerissen und irrt im Äther umher, bei dem Versuch, sich einen Weg hierher zu bahnen. Du hast ja bereits erkannt, dass ihr Geist auf diesen Säulen lastet. Weil sie an deine Weigerung zu sterben gebunden ist, du bist der Grund für das Elend dieses Landes. Solange du lebst, ist Nosgoth auf ewig zum Verfall verdammt. Sei still, Raziel. Sieh hin. Als Ariel stirbt, werde ich geboren und Hüter des Gleichgewichts. Das ist mein Schicksal. Oh mein Gott. Im Augenblick meines ersten Schreis findet Ariels Geliebter, der Wächter Nupraptor, ihren Leichnam. Voller Trauer, gequält vom Verdacht des Verrats, verfällt Nupraptor dem Wahnsinn, der alle anderen Wächter mit sich reißt und infiziert, denn sie sind alle eine symbiotische Einheit, mich eingeschlossen. Die Auswirkungen des Mordes an Ariel aber waren sorgsam berechnet. Der gesamte Kreis stürzt in den Wahnsinn und ich bin schon vom ersten Moment meines Lebens an verflucht, unfähig, die Rolle einzunehmen, die das Schicksal für mich vorgesehen hatte. Soll ich dir die hatte. Gleiche Gnade zuteilwerden lassen, die du dem Rest des Kreises gewährtest? Du hast sie achtlos ermordet, um deren Säulen wiederherzustellen. Doch als es um das letzte Opfer ging, da zuckte deine Hand zurück. Wer soll dich erlösen, Kain? Du bist doch der letzte Überlebende. Warum mich für eine Tat verurteilen, die selbst durchzuführen, du nicht den Mut hattest? Wir wollen doch die Moral mal aus dem Spiel lassen, ja?
Wir beide wissen nur zu gut, dass hier für Selbstlosigkeit kein Platz ist. Deine rücksichtslose Empörung hat dich hierher geführt. Darauf habe ich vertraut. Das ist keine Schande, Raziel. Rache ist doch Antrieb genug. Zumindest ist es aufrichtig. Hasse mich, aber tue es aufrichtig. In 30 Jahren aber stehe ich vor einem Dilemma. Lass es mich die zwei Seiten einer Münze nennen. Fällt die Münze auf die eine Seite, opfere ich mich selbst, um die Säulen wiederherzustellen. Weil ich aber der letzte überlebende Vampir Nosgoth bin, würde das die Auslöschung unserer Art bedeuten. Dafür hat Möbius gesorgt. Landet die Münze hingegen auf der anderen Seite, verweigere ich mich dem Opfer und verurteile die Säulen bis in alle Ewigkeit zum Zusammenbruch. Wie auch immer, das Spiel ist gezinkt. Wir sind uns einig, dass die Säulen notwendig sind und aufgebaut werden müssen? Ja, Raziel. Deshalb sind wir hier. Im Grunde nimmst du mir doch die Entscheidung ab. Wenn dieses Pad beendet werden soll, musst du sterben, damit neue Wächter geboren werden können. Die Säulen gehören nicht Ihnen, Raziel. Sie gehören uns. Deine Arroganz ist bodenlos, Kain. Es gibt eine dritte Möglichkeit. Ein gewaltiges Geheimnis. Verborgen in deiner Anwesenheit hier. Aber dieses Geheimnis musst du selbst enthüllen. Entdecke dein Schicksal, Raziel. Es liegt alles hier vor dir. Du hast es selbst gesagt, Kain. Deine Münze hat immer nur zwei Seiten. Anscheinend ja. Aber angenommen, du wirfst deine Münze oft genug in die Höhe, dann landet sie eines Tages auf ihrer Kante. Tja, wir werden wirklich von allen Seiten auf die kunstvollste Art manipuliert. Ich wusste nicht, welcher Impuls mich hatte zögern lassen, warum ich Kain so bereitwillig entkommen ließ, nachdem ich ihm so lange gefolgt war. Es gab keinen Grund, Kain zu vertrauen. Er hatte keinerlei Achtung vor mir, und doch sah ich mich auf eigentümliche Weise von seinen Worten gefesselt. Ich war schon auf zu grausame Weise benutzt worden, um dies erneut geschehen zu lassen. Doch wenn diese Welt Geheimnisse zu verbergen hatte, so wollte ich sie enthüllen. Ein uns sehr bekanntes Symbol auf diesen Säulen, dass es einen extrem subtilen Hinweis gibt, wie wir an dieser Stelle weiterkommen. Und wie es kaum anders sein könnte, haben wir uns eine Reaper und dürfen gleich gegen die ersten Sludags kämpfen. Da ist schon einer von den hässlichen Viechern. Und wir sind zu wenig gefährlich. Eher lästig, weil sie uns da unter Seelen klauen, wenn wir sie mal brauchen. Weil hier noch genügend durch die Gegend schwirren. Das kennst du auch nicht.